Hey Leute, willkommen bei Bandido und unserer Playmobil-Geschichte, die Schuldetektive. Mal sehen, was passiert. Also, wenn ich dir doch sage, ich schwöre dir, das Pony ist so hochgesprungen. Wir hätten locker bei Olympia mitmachen können. Wow, ehrlich? Mann, oh Mann, ich freue mich ja schon, wenn ich überhaupt über eine Bordsteinkante springen kann. Gleich nehme ich jemanden zur mündlichen Prüfung an die Tafel ran. Aber vorher muss noch diese Schmiererei hier ab. So, das ist schon besser. So, wen nehme ich denn jetzt mal dran? Hey Tim, hast du für den Test gelernt? Nein, dazu kam ich nicht. Ich wollte lieber weiter Bandido gucken. Ja, ich auch. Hoffentlich komme ich nicht dran. Sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, was ist denn passiert? Warum schreist du denn hier rum? Es ist schrecklich, es ist eine Katastrophe. Na, immer mit der Ruhe, erzähl doch mal, was genau passiert ist. Ah, meine Federtasche ist weg. Ich glaube, die ist geklaut worden. Was sagst du, wollen wir den Fall annehmen, Detektiv Tim? Aber klar doch, Detektiv Malte. Es handelt sich hierbei um ein Verbrechen. Keine Sorge, wir werden den Fall aufklären. Denn wir sind die Schuldetektive und bisher haben wir noch jeden Fall gelöst. Na dann, erzähl doch mal, wo hast du sie zuletzt gesehen? Hast du sie heute schon benutzt? Und vor allem, wer könnte ein Motiv haben? Okay, also, lass mich mal überlegen. Wir hatten heute Morgen Mathe. Danach habe ich ja natürlich meine Sachen zusammengepackt für den Klassenraumwechsel und da war alles noch da. Dann war ja große Pause und ich weiß noch, dass ich in der Pause was gemalt habe. Da war sie also auch noch da. Ja, dann hat's geklingelt, ich war auf Toilette, wir waren hier und jetzt, böp, ist sie weg. Was meinst du, Tim? Tja, das sieht mir ganz nach Diebstahl aus, würde ich sagen. Der Meinung bin ich allerdings auch. Detektiv Tim, haben Sie den Kohlestaub dabei? Selbstverständlich, damit können wir ratzfatz Fingerabdrücke nehmen. Sehr gut, gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Na dann legen Sie mal los, Detektiv Tim. Jawohl, Sir. Okay, Detektiv Tim, Sie sammeln Vergleichsproben. Und ich schaue mir die Sachen mal genauer an. Was mache ich denn hier? Aber wirklich, ich habe damit nichts zu tun. Jungs, ich verpasse meine Pause, was soll das? Sehr geehrte Anwesende, ich muss euch leider mitteilen, dass ihr alle Verdächtige seid in einem Diebstahl. Was? Jetzt immer, ich weiß nicht, ob ihr nichts gemacht habt, ich ziehe rum, so wie jeden Tag. Ich bitte euch nun zu kooperieren und euren Fingerabdruck hier vorne abzugeben. Dafür bitte einmal den Daumen hier auf das Stempelkissen rücken und dann auf dieses Papier. Solltet ihr nicht kooperieren, wird das den Verdacht nur noch erhärten. Vielen Dank. Alles klar, da bin ich jetzt mal weg hier. Sowas Albernes. Ich wurde noch nie verdächtig, das ist doch die Höhe hier. Detektive sollen das sein, so ein Quatsch, das habe ich noch nie gehört. Vielen Dank für eure Kooperation. Mein geschätzter Kollege und ich werden die Fingerabdrücke jetzt vergleichen und uns bei euch melden. Und Detektiv Malte, hast du schon Ergebnisse? Nein, ich vergleiche gerade. Moment. Aha, aha. Oh, Moment. Detektiv Tim, wir haben einen Treffer. Warum bin ich jetzt hier? Okay, pass auf. Das kann jetzt hier auf die eine oder die andere Weise laufen. Wie bitte? Was soll das heißen? Lügen ist zwecklos. Wir haben Beweise, dass genau du die Federtasche geklaut hast. Beweise? Was denn für Beweise? Tu nicht so. Hör auf, es zu leugnen. Wir haben Fingerabdrücke gefunden. Und zwar von dir auf ihrem Platz. Was soll das denn für ein Beweis sein? Das ist hier wohl ganz klar, dass die dort sind. Ach ja, und wie soll das sein? Zudem haben wir von einem Mitschüler gehört, dass du neulich gesagt hast, dass du ihre Federtasche ganz toll findest. Was sagst du dazu? Ja, sowas sagt man nun mal als beste Freundin. Außerdem sind meine Fingerabdrücke dort, weil ich nur mal neben ihr sitze. Ihr Schlauberger. Wir sind noch nicht vollends überzeugt. Wir behalten dich weiterhin im Auge. Außer du kannst uns etwas sagen, was dich entlastet. Also ich meine, ich habe vorhin eine ähnliche Federtasche bei der großen Pause draußen gesehen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es ihre ist, denn sie passt immer sehr gut darauf auf. Aber vielleicht, ich meine, ihr könnt ja mal diesem Hinweis nachgehen, anstatt mich hier zu verdächtigen. Bei der Schaukel sagst du? Detektiv Tim, das müssen wir untersuchen. Einverstanden, machen wir. Gut, Detektiv Tim, dann werden wir mal Spuren suchen. Immer wachsam, Tim. Aha, 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 aha. Nanu, was haben wir denn da? Ein Indiz. Dieser Stift hier könnte zur Federtasche gehören. Ich bin mir da eigentlich recht sicher. Allerdings ist die Federtasche noch immer verschwunden. Mann, oh Mann, was für ein schwerer Fall. Wer könnte die nur geklaut haben?
Oh, die Klingel. Los, schnell rein. Komm, Malte. So, Kinder, ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Pause. Ach so, bevor ich es vergesse. Erika, ich habe deine Federtasche draußen auf dem Schulhof gefunden. Erika. Ja, bitte? Ich sagte, ich habe deine Federtasche draußen auf dem Schulhof gefunden. Du hast sie dort wohl liegen lassen. Was? Ehrlich? Meine Federtasche? Oh mein Gott, schön. Dann ist sie ja gar nicht verschwunden. Nein, ist sie nicht. Wie kommst du denn darauf? Naja, pass nächstes Mal besser drauf auf, okay? Ja, ja, mach ich. Vielen, vielen Dank. Die wurde also gar nicht gestohlen? Nein, sie hat sie wohl nur verloren. Haha, und schon wieder haben wir einen Fall gelöst. Ein Hoch auf die Schuldetektive. Ja, ein Hoch auf uns. Und weiter geht's, Leute. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt einfach auf eins der beiden Videos hier rechts im Bild. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn wir bringen euch jeden Tag ein neues Video zu Playmobil Polizei, Feuerwehrmann Sam, Playmobil Feuerwehr und. Einfach den Abonnieren-Knopf drücken und ihr verpasst kein Video mehr.